Seit vielen Jahrhunderten, seit 1800 Blumenkohl, wird der Huflattich hier als Heilmittel bei Erkältungen, Reizhusten, Bronchitis, Altershusten, generellen Lungenbeschwerden oder Heiserkeit verwendet. Der lateinische Name Tussilago weist auf die Verwendung hin. Er bedeutet so viel wie der Hustenvertreiber. Ein Hammer, oder? Husten macht die Socken scharf. Ganz genau. Unsere Vorfahren haben diese wunderschöne Heilpflanze hier geschätzt. Aber was wussten die schon? Wie ernst kann man Menschen nehmen, die kein Internet hatten? Seit ca. 1990 steht der Huflattich im Verruf, schädlich zu sein. Uns wird empfohlen, auf eine jahrhundertelang verwendete Heilpflanze zu verzichten und, jetzt kommt ein Kracher, Hustensaft zu kaufen. Hustensaft, extra für dieses Video gekauft. Ein absoluter Hammer. Uns wird empfohlen, auf den Huflattich zu verzichten und Hustensaft zu kaufen mit Süßstoffen. Geil. Wirklich. Richtig stark. Da freut sich der Darm. Total abgefahren. Ich habe heute extra die Schule geschwänzt, um dem Ganzen so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen und euch intensiv den Huflattich hier vorzustellen. Genau. Hallo? Mein Name ist Timo. Ich bin Ernährungsberater und Phytotherapeut. Und in diesem Video geht es um den Huflattich. Gut, ey. Boah, geht. Und los geht's, wie immer, nach dem besten Intro auf ganz YouTube. Viel Spaß. Hey, nicht vom Beckenrand springen. Hallo. Ist das erbärmlich. Oh, shit. Der Huflattich, der wunderschöne, gehört zu den Frühblühern und zeigt sich genau zu der Jahreszeit, wo wir mit Erkältungskrankheiten zu tun haben. Ein absoluter Hammer. Der Huflattich wächst ganz gerne auf luftigen Boden. Wenn du dir ein Grundstück kaufst, so sagt man, und auf diesen wächst der Huflattich. Nicht kaufen. Boden zu luftig. Erdrutschgefahr. Du findest den Huflattich auf Schotter, an Wald- und Wegesrändern und sogar neben der Autobahn, wo er meiner Meinung nach ganz dringend benötigt wird mit seinen Schleimstoffen. Genau, das ist der Huflattich. Guckt hier, überall schon, hier, ragt überall sein Köpfchen aus der Erde. Wie Oscar aus der Tonne. Kennt ihr den noch? Ein Hammer. Der Huflattich gehört zur Familie der Korbblütler. Hier haben wir eine Korbblüte. Und das hier ist nicht eine einzige Blüte. Nö, nö. Das sind hunderte Blüten, die diese eine wunderschöne Pracht hier ergeben. Hammer, oder? Habe ich schon oft erzählt. Wird niemals langweilig. Außendrum zu haben wir die weiblichen Zungenblüten. Jede einzelne Zunge, die du hier siehst, ist eine weibliche Zungenblüte. Und in der Mitte haben wir auf komplett entspannt die männlichen Röhrenblüten. Und wisst ihr, was das alles in allem bedeutet? Es ist romantisch. Hier findet Liebe statt auf engstem Raum. Das bedeutet das, die Naturfreunde. Jetzt kommen wir ziemlich zügig zum Punkt. Und zwar zu dem wichtigsten Bestimmungsmerkmal des Huflattichs. Und das wichtigste Bestimmungsmerkmal des Huflattichs ist der Stängel. Da ist der Stängel. Und fällt euch was auf? Hier diese Schuppen, diese riesengroßen Schuppen um den kompletten Stängel herum, die jetzt noch grün sind, aber ich würde sagen, so rötlich-braun werden, so wie hier oben. Ich bewege mal einen so einen Schuppen. Genau. Mal gucken, was in dem Schuppen ist. So, hier. Seht ihr das? Das hier sind die Schuppen. Genau. So. Und das ist das für mich sicherste Bestimmungsmerkmal des Huflattichs. Damit du ihn nicht verwechselst mit der Pestwurz. Pestwurzblüten sehen alleine schon ganz anders aus. Ganz kurz blende ich hier ein. Verwechslungsgefahr mit Alpendorst sieht komplett anders aus. So rispendoldigartige Blüten. Und die Pestwurz ist vielblütig. Sieht ganz anders aus. Hier den Alpendorst und da die Pestwurz. So, wir möchten die Huflattichblüten bestimmen können. Das können wir jetzt meiner Meinung nach sehr gut durch die Schuppen. Ganz genau, sicherstes Bestimmungsmerkmal, um von den Blättern zu profitieren. Denn als erstes zeigen sich die Blüten, dann kommt die Bestäubung und dann kommen die Blätter. Genau, die Blätter. Verwechslungsgefahr, wieder mit der Pestwurz, ansonsten nichts, wirklich nur die Pestwurz. Pestwurzblätter sind riesengroß, sind
Regenschirm groß, unglaublich groß. Huflattichblätter sind viel, viel kleiner. Und das für mich sicherste Bestimmungsmerkmal, da könnt ihr euch eigene Bestimmungsmerkmale suchen. Lernt die Natur kennen, lauft bewusst und achtsam durch die Natur, dann kann überhaupt gar nichts geschehen. Das sicherste Bestimmungsmerkmal sind die Blattrandzähne. Ich blende mal hier ein Huflattichblatt ein und hier ein Pestwurzblatt. Genau, das müssen wir leider verkleinern, weil die sind, wie gesagt, riesengroß. So, und dieses Huflattichblatt sieht mit viel kindlicher Fantasie, die wir uns bewahren sollten, dann haben wir Spaß im Leben, sieht's aus wie ein Hufeisen. Ähnlich wie das Pestwurzblatt. Ich sage euch jetzt das sicherste Bestimmungsmerkmal, das ist folgendes, die dunklen Blattrandzähne, fast schwarz, um das komplette Huflattichblatt herum. Das sind Wasserspalten, über diese reguliert der Huflattich seinen Wasserhaushalt. Aber das müsstest du gar nicht wissen, du brauchst nur einen Platz, so wie hier. Momentchen, wo der Huflattich wächst, genau. Und dann kommst du entweder wieder oder zeltest hier, um von den Blättern zu profitieren, die nach der Bestäubung kommen. Ein absoluter Hammer. Ich feier die Natur. Unglaublich. Liebe. Meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, wir haben in dieser Pflanze Inulin, wir haben Gerbstoffe, wir haben Bitterstoffe, wir haben Schleimstoffe. Wenn ich zu langsam rede, unbedingt Bescheid sagen. Und jetzt gehen wir auf zwei sekundäre Pflanzenstoffe dieser Pflanze ganz besonders ein. Und zwar natürlich Gerbstoffe. Habe ich das ein oder andere Mal erzählt, ist aber immer wieder lustig. Wir haben Gerbstoffe und diese gehen mit Eiweißstoffen von lebender und toter Haut und Schleimhaut unlösliche Eiweißverbindungen ein, sodass Keime dort nicht mehr wachsen können. Ist das nicht ein Hammer? So wurde früher Leder gegerbt und so werden unsere Schleimhäute und unsere Haut, wenn wir vorbeugend Gerbstoffe konsumieren, geschützt vor Keimen. Das ist jetzt nicht die Pflanze, die ich euch empfehle, vorbeugend zu konsumieren, sondern ich empfehle euch, diese Pflanze zu trocknen, zu konservieren, um davon zu profitieren, wenn wir erkältet sind. Ganz genau. Gerbstoffe finden wir hier draußen zuhauf und du solltest diese regelmäßig konsumieren, um gesund zu bleiben. Das können Gerbstoffe dir bringen. Pju, ist ein absoluter Hammer. Und dann haben wir Schleimstoffe, wirksamkeitsbestimmender Inhaltsstoff, Schleimstoffe. Wenn du jemanden fragst, Huflattich, der sich auskennt, Schleimstoffe. Und diese wirken rein lokal. Rein lokal bedeutet, werden vom Körper nicht aufgenommen, sondern umhüllen unsere Schleimhäute, sodass gereizte Nervenendigungen abgeschirmt werden. Wie ein Schutzschild fungieren diese Schleimstoffe und die Entzündung zurückgehen kann, der Schmerz zurückgehen und damit die Heilung einsetzen kann. Sag mal, ist das nicht ein Knaller, oder? Wir haben hier wieder ein Konzert, eine Symbiose, eine Vielzahl von sekundären Pflanzenstoffen, die zusammen in eine bestimmte Richtung gehen, in eine bestimmte Wirkrichtung und uns profitieren lassen. Deswegen ist es wichtig, dass ich zwischendurch darüber spreche, wie Schleimstoffe, zum Beispiel aus der Malve oder aus dem Huflattich hier, wie diese funktionieren. Wenn du zum Beispiel, der kleine Tipp geht hier raus und dann ist diese Passage Ende, wenn du zum Beispiel eine Gastritis hast, eine Magenschleimhautentzündung, dann kipp dir Leinsamen, 3 Esslöffel auf 300, 400 Milliliter Wasser ins Glas, lass es einweichen, guck zu, wie die Schleimstoffe, die wasserlöslichen Schleimstoffe sich lösen und trinkt es. Schöpf aus dem Vollen, genieße eine Vielzahl unterschiedlicher Pflanzen und zwar jeden Tag und bleiben Sie gesund. Der Tipp geht hier raus, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und natürlich sprechen wir auch in den nächsten sich wie Kaugummi langziehenden 7 bis 8 Minuten über Pyrrolizidin-Alkaloide, die im Huflattich enthalten sind. Dazu eine kleine Geschichte. Und zwar, der Huflattich wird nicht seit Jahrhunderten angewendet. Der Huflattich wird seit mehr als 2000 Jahren angewendet. Von unseren, ja ich weiß, von unseren Vorfahren, die wussten nichts, die hatten keine Tierstudien, Handys oder geilen Hustensaft. Die mussten noch rausgehen, sich miteinander unterhalten, Erfahrungen austauschen und Heilpflanzen nutzen anstatt geilen Hustensaft. Wirklich, die haben gelebt wie die Neandertaler, sind wir doch ehrlich, oder? Und wie ernst können wir Menschen nehmen, die solch ein Wissen über Generationen, über Jahrtausende weitertragen? Ganz ehrlich, oder? Ich nehme sowas sehr, sehr ernst. Wir haben Tierstudien, genau, die natürlich nicht auf den Menschen übertragbar sind. Positiv wie negativ, nicht. Wir müssen unsere Erfahrungen machen, wie die Menschen vor uns. Und ich kann euch sagen, in den Tierstudien wurde den Tieren Mengen an Pyrrolizidin-Alkaloiden zugefüttert. Im Verhältnis dazu müssten wir tonnenweise Huflattich essen.
Alle, die es gibt. Du müsstest jeden Huflattich essen, den du findest. Tatsächlich. Ich esse den Huflattich regelmäßig. Dann müssen wir, damit können wir fast schon abschließen. Es gibt Fallstudien, ja klar. Es gibt eine Fallstudie mit einem Mädchen, die hat über Wochen Huflattich-Tee getrunken. Genau. Unvergiftungserscheinungen, also lebertoxisch gewirkt. Ne? Zu viel Pyrrolizidin-Alkaloide wirken lebertoxisch, aber als Kur, wie gesagt, und dann nur die Blätter, gar kein Thema. Und dieses Kind hat Vergiftungserscheinungen davongetragen. Am Ende kam aber raus, war gar kein Huflattich. Genau, war Alpendost. Und der Alpendost und Pestwurz, ich würde euch nicht empfehlen, diese beiden Pflanzen zu essen. Der Gehalt an Pyrrolizidin-Alkaloiden ist in Pflanzen unterschiedlich. Zu Wasserdost, Wasserhanf würde ich dir auf jeden Fall raten. Zu Huflattich, wenn du erkältet bist, ja, aber 100.000-prozentig. Und trotzdem sind Pflanzen wie Alpendost oder die Pestwurz Heilpflanzen. Und zwar hammermäßige Heilpflanzen, abgefahren wertvolle Heilpflanzen bei Migräne, Allergien, Krampfhusten. Die Pestwurz ist ein absoluter Knaller und da kommt ein Video zu. Und natürlich kann man diese Pflanze für sich nutzen, wenn man weiß wie, wenn man miteinander redet, wenn man Erfahrung austauscht, so wie die Neandertaler, die 2000 Jahre lang diese Pflanze hier genutzt haben. Die Natur ist der Hammer und die Quintessenz dessen, was wir gerade hier miteinander bequatschen, ist die Dosis macht das Gift Paracelsus. Das möchte ich euch sagen. Alles ist Gift um uns herum und nichts. Tatsächlich. So ist es. Folgender Plan. Habe ich die letzte Nacht ausgearbeitet. Wir treffen uns, nicht im physischen Sinne, wir treffen uns hier draußen, bestimmen die Blüten und sammeln die Blätter, um davon zu profitieren. Und für die Menschen, die sagen, Timo, pass mal auf, das ist mir zu sehr am Limit. Da habe ich keine Lust drauf, weil ich habe gehört und im Internet gelesen, dass dann kannst du dir, und das ist geil, wir leben in geilen Zeiten, dann kannst du dir pyrrolizidinfreie Züchtungen bestellen. Ganze Felder von Huflattich werden gezüchtet, damit auch Kinder zum Beispiel davon profitieren können. Ich möchte auf jeden Fall nicht empfehlen, dass schwangere, stillende Frauen auf gar keinen Fall Pyrrolizidin-Alkaloide aus dem Huflattich konsumieren, dann lieber die pyrrolizidinfreien Züchtungen bestellen. Und auch Kindern möchte ich davon abraten, da würde ich sowieso spitzwegerig der absolute Endgegner, tatsächlich. So, dann haben wir, also, in diesem Sinne, ich möchte dir empfehlen, rauszugehen und zu sammeln und von den Blättern zu profitieren, die in der Sonne wachsen. Sehr, sehr schön. Nachdem du diese Pflanze für dich bestimmt hast. Ansonsten kannst du pyrrolizidinfreie Züchtungen genießen oder du kaufst dir hier so ein Schrottosolvan. Ne? Das ist die einfache Methode. Da brauchst du auch gar nicht das Haus verlassen, so wie die Vorfahren, die Neandertaler, die vor uns gelebt haben, sondern kannst du dir nach Hause liefern lassen. Verrückte Zeiten. Geh sammeln. Auf jeden Fall. Gut. Kurz Mittag, dann geht's weiter. Veganer Döner. Boah. Hammer. Wirkung. Huflattich. Antidiabetisch. Reizlindernd. Natürlich. Reizlindernd, schleimverflüssigend durch die Schleimstoffe. Entzündungshemmend. Antioxidativ und hustenstellend. Ein Kracher, oder? Kann eingesetzt werden. Diese Pflanze anschnallen jetzt. Bei Atemwegserkrankungen aller Art. Bei Lungenbeschwerden, bei Erkältung im Allgemeinen. Dann natürlich Reizhusten, Altershusten und Heiserkeit. Genau. War knapp. Sochen! Freunde! Hier fliegt jetzt das Dach weg. Das sage ich euch.
der Hammer. Denn ich habe ein Teerezept für euch dabei, welches ich empfehle bei Erkältungen, eher als Hustensaft, bei Reizhusten, Altershusten, Bronchitis oder Heiserkeit. Dafür habe ich, ihr kennt mich, keine Kosten und Mühen gescheut und diese Butze hier fit gemacht. Ich habe mein DJ-Pult dabei, um das Wasser zu erhitzen. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Genau. Vorweg. Ruhig hinsetzen. Wir haben jetzt hier Spaß. Wir entspannen uns kurz. 2-3 Minuten. Wir brauchen Wasser. Check. Machen wir kurz an. Dann können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Während das Wasser erhitzt wird. Wir brauchen Huflattichblätter. Natürlich. Und wenn, wir finden jetzt hier draußen keine Huflattichblätter, deswegen nehme ich die Blüten und noch 2 andere Zutaten. Die habe ich dabei. Wenn du keine Lust, keine Zeit, nicht die Möglichkeit hast zu sammeln, keiner muss mehr sonntags die Schuhe und eine Jacke anziehen und rausgehen. Muss keiner heute mehr machen. Pflanzen suchen, bestimmen, nach Hause schleppen, unterwegs nur mit anderen Menschen reden, das muss sich keiner geben. Denn wir haben Internet. Internet. Du kannst, und das empfehle ich tatsächlich auch schwangeren, stillenden Frauen und Kindern, pyrrolizidinfreie Mischungen nach Hause bestellen. Vom Huflattich. Diese Pflanze ist mehr als wertvoll. Mehr als wertvoll. Ich habe keine Bedenken, die Blüten oder die Blätter von Mutter Natur zu konsumieren. Wenn du Bedenken hast, und das ist absolut dein Ding, bestell dir diese Züchtungen. Für den Huflattichtee brauchen wir, das mache ich schon aus, Wasser muss nicht kochen, ist absolut gereinigtes Wasser. Wir brauchen heißes, aber nicht kochendes Wasser. Du möchtest ein paar Schleimstoffe tatsächlich erhalten. Schleimstoffe sind mit kaltem Wasser tatsächlich super auszuziehen. Super im kalten Wasser löslich. Deswegen einfach nur heißes Wasser. Genau richtig. Und da packst du dann, das ist das Rezept, 1 bis 2 Teelöffel getrocknete Huflattichblätter rein. Ich gebe dem Ganzen noch, Momentchen, meine Mutter gibt mir immer hier so eine, für die erste große Pause, so eine Doppeltüte hier mit. Und da packe ich dann noch rein, der Thymian, Thymus vulgaris, der absolute Hammer, wirklich. So. Super wäre auch, dazu kannst du dir ein Video anschauen von mir, der Lungen- und Bronchientee, bestehend aus Süßholz und Thymian, Saponine, ätherische Öle, 2 unterschiedliche Wirkmechanismen, die ineinander greifen. Also eine gute Mischung wäre auch Huflattich, Thymian und Süßholz. Wirkmechanismus erkläre ich in dem Video, verlinke ich nicht unter dem Video, habe ich gar keine Zeit für. So, dann zieht das Ganze 7 bis 10 Minuten, das ist alles keine Matheaufgabe. Ich nehme mir aus meinen Teebehältern den Fingern raus, mache mir immer riesen Tees und genieße die. Genau. Das ist es. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei euch zu Hause an den entsprechenden Gemälden, dass ihr in den Momenten, wo ich entschleunige, euch mitnehme, dass ihr dabei seid. Dass ihr noch dran bleibt, ist der absolute Hammer. Ich meine, in einer Zeit, wo wir schnelle Unterhaltung und schnelle Befriedigung unserer Sinne brauchen, und zwar jeden Tag und immer mehr, wir misshandeln unsere Dopaminrezeptoren. Wir schütten so viel Dopamin aus, wenn wir eine Stunde im TikTok abhängen, dass unsere Dopaminrezeptoren das Dopamin gar nicht mehr aufnehmen können. Bedeutet, um glücklich zu sein, brauchen wir immer mehr. Immer mehr. Wir sind Dopamin-Junkies. Und deswegen nehmen wir uns hier zwischendurch die Zeit. Nimm dir die Zeit, wenn du hast, und geh raus, sammel Pflanzen, beschäftige dich mit den Pflanzen. Das ist eine absolute Entschleunigung. Genau. Sauerklee gehört zu meinen Liebsten. Wirklich. Das ist ein absoluter Hammer. Autoreifen. Was ist das denn? Ein Plastik. Ich denke, der Tee ist soweit gut. Ja. Jetzt. Das wird mir jetzt hier nicht entgleiten. Das sage ich euch. Also, ich setze mich jetzt hier nicht hin und trinke einen Tee und ihr guckt mir dabei zu. Andererseits. Kann man doch mal machen, oder? Ist unglaublich lecker.
Ja, auch wenn er nur 4 Minuten gezogen hat. Ah, die Kur mit dem Huflattich geht 6 Wochen. Und jeder gesunde Mensch ist danach noch gesünder. Wenn du Probleme hast mit der Leber, dann nicht machen. Dann Leberpflanzen vorziehen. Habe ich genug Videos zugemacht. Ansonsten ein gesunder Mensch, der erkältet ist. Wenn du eine Erkältung hast, 6 Wochen, und 6 Wochen hat keine Erkältung, du kannst den Huflattich definitiv genießen. Das war's. Schnitt. Schnitt. Ich muss eigentlich aufstehen und die Kamera ausmachen. Das mache ich auch. Der Hammer. Titan. Hier, haben ganz viele gefragt. Titan. Titan ist gut. Belüm, belüm. Kann ich reinkommen? Schön. Schönchen. Ich habe meine Carrera-Bahn auf dem Trödelmarkt verkauft und ein Produkt auf den Markt gebracht. Und zwar Timos Wildkräuterferment aus, Überraschung, Wildkräutern. Ein Knaller. Hier drin enthalten Brennnessel, Giersch, Löwenzahn, Mariendistel, Quendel, also wilder Thymian. Die stärksten Pflanzen, die du draußen finden kannst. Und dann noch ein draufgesetzt, fermentiert. Wenn du es lange Zeit in deinem Leben mit Alkohol, Medikamenten, Antibiotika, zum Beispiel Zigaretten oder Süßstoffen zu tun gehabt hast. So wie ich. Genau, ich war ein Hustensaft-Junkie. Genau, eimerweise getrunken als Kind, weil es mir so empfohlen wurde. Hier nochmal ganz kleine Klammer, die ich aufmachen muss. Wir sollten ganz natürlich in eine Zeit reinschlittern und dafür bist du und ich verantwortlich, wo es natürlich ist, für die kleinen Menschen, die heranwachsen und uns zugucken, auf Heilpflanzen zurückzugreifen. Und du solltest meiner Meinung nach, wenn du lange mit diesen Süßstoffen aus Diät-Cola zum Beispiel, der absolute Endgegner, Acesulfam, Sorbitol, Sucralose, das ist eine Ohrfeige für deinen Magen-Darm-Trakt, Leberhaken, wirklich jetzt. Wenn du damit belastet wurdest, dann kümmere dich um deinen Darm. Wenn du gerade eine Kur machst, da stecke ich ja nicht drin, mit Antibiotikum, kümmere dich um deinen Darm. Du möchtest, dass gute Bakterien vorherrschen, um Gesundheit zu gewährleisten. Denn die meisten Erkrankungen entstehen durch Stress, gestörtes, gekipptes vegetatives Nervensystem und der Darm kann ebenfalls auch erkranken durch Stress. Genau, regelmäßig fermentiertes Getränk, Timus, Wildkräuterferment. Eine Empfehlung des Hauses. Genau. Kannst du gewinnen hier in diesem Video und verlinke ich dir unverbindlich unter diesem Video. Wenn du dieses hier gewinnen möchtest, dann schreibst du in die Kommentare Hustensaft. Oder? Oder Huflattich. Ey, wenn du mir eine Kombi raushaust aus Huflattich und Hustensaft, bist du ganz weit vorne. Genau. Ich verschenke 3. Und mit Huflattich oder Hustensaft bist du dabei. Ei, ei. So schön, es wird dunkel, da gönn ich mir so einen Shot und dann mach ich mich flott auf den Weg nach Hause. Oh, und ist lecker, unglaublich. Zum Abschluss dieses Videos an diesem wunderschönen Abend habe ich eine kleine, spannende und festhalten jetzt vor allem wahre Geschichte für euch dabei, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Die Geschichte handelt vom kleinen Timo in der Apotheke und startet jetzt. Ich bin, wie ihr euch denken könnt, extra losgezogen für dieses Video, um Hustensaft zu kaufen. Und genau das habe ich gemacht. Ich also rein in den Laden und ein super Geschäft abgeschlossen. Ich wollte gerade vor Freude raustanzen, da sagt die Frau zu mir: Warten Sie mal, junger Mann, ich habe ein Geschenk für Sie. Ich so, ein Geschenk? Was denn? Vitamine. Vitamine? Da bin ich auf jeden Fall dabei. Dankeschön, wie lieb von Ihnen. So, ich mich dumm und dämlich gefreut und aus dem Laden geschwebt. Mich in mein Auto gesetzt und dann habe ich etwas gemacht. Darum geht's. Das möchte ich euch empfehlen. Essentiell, verändert die Welt. Ich habe mir, ist ein Hobby, ich habe mir die Inhaltsstoffe durchgelesen. So, kleine Sehschwäche. So.
Ich habe mir die Inhaltsstoffe durchgelesen. Ich liebe es, Etiketten zu lesen. Manchmal gehe ich nach Edeka einfach nur, um zu lesen. Ein Stündchen vorm Schlafen. So. Und ich lese, festhalten jetzt, Sorbit, Aspartam, Acesulfam K. Der ein oder andere von euch sagt sich jetzt, boah, was ist das? Süßungsmittel. Süßungsmittel. Du bekommst in dieser schönen, verrückten Welt Vitamine geschenkt und Süßungsmittel obendrauf. Und diese zerstören dein Mikrobiom im Darm. Weswegen ich den Hustensaft nicht empfehlen kann. Tatsächlich, da würde ich eher Zucker konsumieren. Rate ich auch von ab, aber ist tatsächlich so. Süßstoffe sind der absolute Endgegner für deinen Darm. Bisschen Hustensaft, dann ein paar Geschenke, die man sich reinpfeift. Also ganz ehrlich, ne? Ich werde dir keine Firma schlecht machen, auf gar keinen Fall. So, aber solche Pillen sollten nach 23 Uhr am Bahnhof verkauft werden. Und nicht als Geschenk in der Apotheke, wo dann lustige Bilder drauf sind von, weiß ich nicht, Enten mit Regenschirm. Hä? Das ist doch verharmlos. Alleine Süßstoffe klingt doch total harmlos. Ist es aber nicht. Bisschen Diät-Cola, bisschen Hustensaft, ein bisschen Vitamin-Drops und du schadest deinem Darm. Von den anderen Stoffen reden wir gar nicht. Es geht wirklich nur um Süßstoffe. Und für mich das Wichtigste in dieser Schlusssequenz. Lies dir durch. Also selbst geschenkt muss es nicht gut sein. Und wer ist schuld? Wer ist schuld? Eigentlich gar keiner. Eigentlich gar keiner. Unsere Entscheidungen, die wir heute treffen, verändern die Welt morgen. Wenn wir gegen diese Dinge sind, wenn jeder in die Apotheke geht und den hier macht und sagt, nö, da habe ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf. Ne? Ich glaube, diese Dinger werden im Übrigen nur verteilt, um die Kunden zu binden. Weil wird dein Immunsystem schwächer, auch wenn du Vitamine zu dir nimmst, dein Mikrobiom leidet darunter, dann kommst du ja wieder. Weißt du, was ich meine? So? Ist irgendwie zu weit gedacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall möchte ich dir empfehlen, zu checken, was du konsumierst. Wenn die Lebensmittel, die du konsumierst, ein Etikett haben, dann liest dir einfach durch. Wenn du nicht weißt, was drin ist, dann kannst du die einzelnen Inhaltsstoffe googeln. Das ist die Empfehlung des Abends. Sieht man mich noch? Ja, ne? Hallo? Seid ihr noch da? Und wenn sich mehr Menschen dafür entscheiden, zu checken, was sie konsumieren, Etiketten durchzulesen und sich gegen Dinge entscheiden wie Süßungsmittel, Diät-Cola, Hustensaft oder Vitamindrops, dann wählen wir diese Dinge einfach ab. Denn wenn sie keiner kauft, dann werden sie nicht produziert. Und das sorgt dafür, dass zukünftig Menschen in einer Welt aufwachsen, die gesünder ist. Die werden gar nicht damit hier, die kommen damit nicht in Berührung. Die müssen sich nicht entscheiden, Inhaltsstoffe durchzulesen, sondern wir verändern diese Welt mit unseren Entscheidungen und sorgen dafür, dass das Angebot in Apotheken, in Supermärkten einfach viel, viel besser wird für die kleinen Menschen hier, ne? Die Kinder, du weißt. Genau, so verändern wir die Welt, ganz einfach. Jeder Einkaufszettel ist ein Stimmzettel. Das war es, was ich mit dir teilen wollte. Mach häufiger mal den hier. Ein Hammer. Ich bedanke mich, wie immer, wie immer, von Herzen. Fürs Zuschauen. Ich danke für euer Vertrauen und wenn ihr mögt, lasst mir ganz gerne meinen Lohn da, den Daumen nach oben. Da würde ich mich wirklich riesig freuen, wie über Vitamindrops. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Jetzt drehe ich euch um und dann seht ihr meine Aussicht. So beenden wir dieses Video. Vielleicht tanze ich auch nochmal da lang. Genau, wie ich aus der Apotheke rausgetanzt bin vor Freude. Vitamindrops zum Groß- und Starkwerden. Vitamindrops. Oh. Freunde, der Frühling fängt an. Die Frühblüher sind da. Und ich ziehe demnächst weiter. Die Karawane zieht weiter. Das wird ein Frühling, ein Sommer und ein Herbst, wie es ihn niemals gegeben hat auf diesem Kanal. Ich freue mich so sehr. Es wird Pflanzen geben, die uns noch fehlen in unserem Archiv, um uns voranzubringen. Ein absoluter Kracher. Ich kann wirklich kaum laufen vor Freude. Genau. So, jetzt geht's los. Geht los. Mit diesem Video. Ach, Video ist Ende. Genau. In diesem Video ging's los. Hallo? Das war's. Jetzt bin ich weg. Habe die Ehre.